Ring der Befreiung und 2000 Kupfer. Der Brief war mit AD unterzeichnet. Sagt dir das etwas? Ich nehme an, dass es für Abrikant Domenel steht, den Späußling des Hauses Domenel. Er blickt dann wieder drein. Einen solch verzogenen und verwöhnten Knaben hat es wohl noch nie gegeben. Skrupellos ist er, das muss man ihm lassen. Leider ist sein Verstand weitaus weniger ausgeprägt als seine Gier. Ich will mehr über das Haus erfahren. Sie waren einst ein herausragendes und angesehenes Haus. Jetzt sind sie nichts als eine Bande von Dieben. Damals in der Kolonialzeit des Dürrwalds waren die Domenels angesehene Mitglieder des Hofs des Dux. Weshalb es so überraschend war, dass sie während Hadrets Rebellion loyal gegenüber Edir blieben. Als Hadret und der Dürrwald ihre Unabhängigkeit errungen hatten, verloren die Domenels ihren Einfluss, nicht aber ihren Reichtum. Anstatt nach Edir zurückzukehren, wie andere loyalistische Häuser, blieben sie hier und wechselten von der Politik in die Wirtschaft. Er zog mit den Achseln. In gewisser Weise hatten sie sich einfach für die falsche Seite entschieden, nicht dass sie seitdem nicht auf ihre eigene Weise aufgeblüht sind. Er reibt sich das Kinn. In letzter Zeit versuchen sie sich eine eigene Nische aufzubauen, und zwar mitten zwischen den Schmelztiegelrittern und den Dutzenden, wie es scheint. Was tust du jetzt? Für Strömmann faltet die Nachricht zusammen und zieht die Falten streng und ordentlich glatt. Eliminiere die Konkurrenz. Dann leb wohl. So, das hat Geld gebracht. Ich habe fürs Remond berichtet, dass jemand vorhat, einen wertvollen Edelstein aus seinem Haus zu stehlen, der als Herz der Weißmark bekannt ist. Ja. Schwache Zauberbindung, Leiden unterdrücken. Wem geben wir diesen Ring? I'm here. Ist jetzt nicht gerade der geilste Ring, aber ist okay soweit. Ich frage mich, könnten wir jetzt immer noch das Herz klauen? Oder kriegen wir Ärger, wenn wir hier oben rumschleichen? Ja, der Bedienstete blickt dich mit trüben Augen an. Verzeiht euch, ich fürchte, dass ich dich bitten muss, wieder nach unten zu gehen. Im oberen Stockwerk sind keine Besucher gestattet. Ja, wieder nach unten gehen. Ich werde es ja von außen sehen, ob ich wieder in das über das Fenster eindringen kann. Oder ob jetzt die Sicherheitsmaßnahmen komplett verstärkt sind. Also das Fenster ist noch betretbar. Die Ranken testen. Du schüttelst an den Ranken, sie sind dick und robust. Weiter oben sehen sie jedoch etwas dünner aus. Wenn du schnell bist, kannst du vielleicht an ihnen nach oben klettern. Die Ranken hochklettern. Du beginnst den Aufstieg. Bald bemerkst du, dass die Ranken unter deinem Gewicht nachgeben. Du ziehst dich schnell das letzte Stück nach oben und greifst das Fensterbrett. Du sitzt auf dem Fensterbrett und hältst dich am Rahmen fest, während die Brise deinen Rücken hält. Du bemerkst, wie sich im Haus jemand bewegt. Du schlüpfst in die Villa und blinzelst, als deine Augen sich an das Dunkle gewöhnen. Ja, ich könnte, glaube ich, jederzeit wieder raus. I'll take a look. Oh, hier könnten wir sogar Zeug einfach mitnehmen. Rollende Flammenschriftrolle. Ja, ich muss das jetzt einfach mal probieren. Das ist auch nur wieder irgendein Buch. Sagani ist halt die beste Schleicherin hier. Und ja.
Gut. I'm here. Wir gehen wieder. Hang hinabklettern. Tschüss. Ich dachte, ich könnte mich damit mit den Schmelztiegeln dann noch ein bisschen freundlicher stellen, aber... Absolutely. Lassen wir das gut sein. Bring back the feisty one. There's a woman can do some damage squeezing her legs together. It isn't a parlor trick. Besides, she doesn't take orders well. She has backbone, that woman. Does it scare you? No, but I won't be responsible for what happens if you call her whore. Die beiden haben auch Themen. Bring mal die Streitsüchtige zurück. Das ist mal eine Frau, mit der, die mit ihren Schenkeln ordentlich was anrichten kann. Es ist kein Zaubertrick, außerdem hat sie es nicht so mit Befehlen. Diese Frau hat wirklich Rückgrat. Macht dir das Angst? Nein, aber für das, was passieren wird, wenn du sie Hure nennst, übernehme ich keine Verantwortung. So, können wir jetzt immer noch uns mit denen hier anlegen? Ist die gute Frage. Haus Dominell hat halt gute Wachen, was so das kleine Problem ist. Luxurious furnishings, hostile stairs. Reminds me of the Law College. Our doormen seem to think it important that you meet with me. Speak. Was ist hier? Was ist das hier? Du stehst im Haus Dominell. Du hast dich entweder verlaufen oder du vergeudest meine Zeit. Trink noch einen Schluck. Wenn das alles war, dann auf Wiedersehen. Okay, hier können wir gar nichts mehr machen. Gut. Und mit dem Haus will ich mich auch dieses Mal nicht einlassen. Also unter absolut keinen Umständen. You must have seen some amazing sights on your way north. Sure. Pirate cities floating in the archipelago. The mountain halls of these northern dwarves. Plenty. I haven't been further south than the Deerwood myself. Maybe I'll come back after I've convinced the Ranga Nui and see all those things for myself. I hope you do. Oh, die haben eine nette Konversation. Auf deiner Reise in den Norden musst du einige aufregende Dinge gesehen haben. Sicher, im Archipel treiben Piratenstädte, die Berghallen dieser Nordzwerge, jede Menge. Weiter südlich als im Dürrwald bin ich selbst noch nie gewesen. Vielleicht werde ich zurückkommen, nachdem ich den Ranga Nui überzeugt habe und mir all diese Dinge selbst ansehen. Das hoffe ich wirklich. Ja, wir wissen ja, dass Kana später ins Todesfeuer Archipel verschlägt, nur nicht mit uns zusammen. Aber wenn wir mal so auf die Weltkarte gucken, müsste... Rautai irgendwo in der Richtung sein und ja, das Todesfeuer-Archipel ist hier unten in dieser Richtung. Wir haben leider keine größere World Map, wo wir uns alles ansehen können. Gut. Wobei eigentlich... Ich nehme mal die Aufträge für Dominell an, wenn ich welche annehmen kann. Ja, 77.000 Fans haben dieses Spiel zu verantworten und auch den Nachfolger. Also von ihm können wir nichts mehr. Haben wir eigentlich schon schlecht mit den Dominels? Ja. Schmelzige Ritter sind wir schon Verbündeter. Schwach gut, hm? Golta sind wir Meister, Trutzbucht sind wir neutral. Ja, wir müssen halt in Trutzbucht mal uns ein bisschen mehr etablieren. Indem wir zum Beispiel was im Erbhügel tun. Aber mal gucken, ob wir unseren Ruf bei Dominell noch mehr verschlechtern können.
Domine-Diener. Hier brauchen wir nicht reingehen, weil hier ist... Du musst deine Freundin von Abrikan sein. Eigentlich Greetings. Nicht. Die Frau muss zwar schon mittleren Alters sein, doch auf ihrem Gesicht ist keine Falte zu erkennen. Ihre großgrünen Augen blicken wachsam hinter einem Vorhang aus glänzendem schwarzen Haar hervor. Sie musste dich. Ich glaube, wir sind uns noch nicht begegnet. Ich würde mich da an dich erinnern. Was tust du hier? Sie musste dich von oben besonnen. Sagen wir einfach, ich bin Händlerin. Ich handle mit gewissen Waren, die meine umtriebigen Kinder und mein Gemahl zu fähig finden. Aber ich handle nur mit besonderen Freunden. Und wenn wir zu solchen werden wollen, musst du mir einen kleinen Gefallen tun. Was für einen Gefallen hast du im Sinn? Sie verschränkt die Arme und blickt dich aus den Augenwinkeln an. Es gibt eine gewisse Person, nennen wir den Kerl Kolfek. Er hat mich beleidigt. Ich möchte, dass du ein Exempel an ihm statuierst. Was genau soll ich mit ihm tun? Lass deiner Fantasie freien Lauf. Sie rümpft die Nase. Erteile ihm einfach eine Lektion, die er so bald nicht vergessen wird. Vielleicht später. Wie du willst. Haben wir das jetzt als Aufgabe? Nö. Good day to you. Ja. Ich könnte dir wohl helfen. So lobe ich mir das. Sie zwinkert. Ich weiß, dass die kleine Ratte sich irgendwo in unseres Geschenk versteckt hätte. Wenn du dich um ihn gekümmert hast, komm wieder zu mir. Ich habe einige Waren, die ich für besondere Freunde aufhebe. Ja, Groll. Groll ist, glaube ich, hier unten. Brikanta Dominel hat mich gebeten, einen Mann namens Kolfek ein Exempel zu statuieren. Das ist persönlich ein Gefallen für sie. Brikanta berichtet mir davon, dass Kolfek irgendwo in Ondras Geschenk wohne. Sie sagte mir auch, ich könnte mit ihm machen, was ich wolle. Ja, ich habe immer noch keine negativen. So, was mache ich jetzt? Könnt ihr jetzt zu Ondras Geschenk weiterreisen? Was ich vielleicht machen sollte. Um den Schmelztiegelrittern zu helfen. Und um mir Palegina mal endlich zu holen. Vielleicht finden wir auch in Ondras Geschenk eine hübsche Unterkunft. Das müsste da nach Ondras Geschenk gehen, genau. Ja, und dann müssen wir bald nach Erbhügel. Dumm. Hi. Zu Dukadrits Zeit verteidigten wir Trutzbucht. Mhm. Flüchtling. Kolfeks Haus, verlassenes Haus, Odas Haus, noch ein verlassenes, Erbhügel. Verfallenes Haus, der salzige Mast, Valianische Handelsgesellschaft und der Leuchtturm. Jede Menge Flüchtlinge. Die dreckigen Fenster wurden von innen mit Papier überklebt. Dann gucken wir mal, wen es hier drin gibt. Also ich muss ja mehrere Leute, Süchtige, Was hast du hier drin verloren? Das ist unser Haus. Okay, in diesem Reistopf finden sich Dutzende seltsamer Kreaturen. Also lassen wir die Süchtige sein. Wir müssen ja auch die eine Gelehrte hier finden. So, hier ist Kolfek. Kolfek hat jede Menge Geld. Und nein.
Ein ziemlich junger Elf blinzelt dich überrascht an. Du kannst dich nicht einfach zu irgendjemandem zu Hause reinplatzen. Was glaubst du denn, wer du bist? Wer bist du? Der Elf, der hier wohnt, geht raus mit dir. Was jetzt? Er blickt dich nervös an. Ich bin eine Freundin von Brikanta Domine. Er geht einen Schritt zurück. Jetzt mach aber mal langsam. Ich halte mich von den Dominels fern, verstehst du? Wir können uns doch sicher nicht einigen.